je voulais leur dire, c'est que le pantalon qui est en vitrine, c'est celui qui est sur la photo de Yannick Fred. C'est ce que j'aurais dit, en bas. J'aurais dit en bas. Das ist zum Beispiel, da ist jetzt die Tochter gekommen vom Herrn Riefel. Vor sechs Jahren oder vor zwei Jahren. Hat ihm sein, wer da gestorben ist, vor drei Jahren, hat uns sein ganzes, sein Schwert und die ganze Hose, sein ganze Militär Ausrüstung, weil es von damals noch hatte, die Kiste, wie drunter drin in seinem Zimmer steht, hat seine Tochter in eigenen Händen zu uns hierher gebracht. Also es hat für uns einen großen Wert. Warum? Der hat die, das ist ein Bild von ihm. Ja, damals, hier der Lieutenant von der war gerade mal dabei. Da sieht man auch die Bilder unten, wo die Bevölkerung mit der Kutsche und mit den Pferden dann auswandert ist nach Frankreich halt. Ja. Man kennt ja das auch, ist ja auch der, wie sie sagen, der unverdrohte Gär, komischer Krieg. Von September 39 bis, sagen wir mal, April, Mai 40 ist schon nichts gelaufen auf der Front. Auf der französischen Front war nichts los. Sie haben sich halt dankbar, jetzt hat der Kicherherd unter der Grabung gestellt, haben sie halt mal was gegrillt oder was gekocht. Halt. Die Zeit mit Karte spielen und irgendwie halt beschäftigt. Hier haben wir noch Bibelder. Also eine Karte. In Oberrödern hat es. Wenn man Schöneboy kennt, Artillerie, hätte man sie dasselbe kriegen, Schöneboy, in derselben Größe, hat man angefangen zu bauen, da gibt es auch Stollen bei uns, wo man runter kann. Aber ich mache halt auf Erde kommen, Stammsand, und das war einfach schlecht zu bewältigen, dass man das irgendwie wieder gebaut hat. Das hätte dann das doppelte Geld gekostet. Geld war damals ein Problem, weil, ganz einfach, die Kredite sind gewählt worden 1928. 28, Anfang 29 sind die Kredite im französischen Parlament gewählt worden. Also hat man zum Beispiel, ich sage jetzt, 1 Milliarde Franken oder wie viel, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, hat man da gewählt. Jetzt will mit, ja. Wie? Aber das hat nicht viel gekostet, die ganzen Dinge renovieren, da war man dann so. Und einer, ja, das ist jetzt noch nicht fertig. Ah, ja, da haben wir wieder immer in so anderen Bunker da, wo wir verlassen sind. Da haben wir jetzt eine Tür raus, jetzt machen wir eine Tür, machen wir eine. Ja, ich war vor 3, 4 Jahren, war ich schon mal da, aber das ist ja alles zu und ich habe ja nie immer Zeit. Wenn ein Ding.